Mann, bin ich mega, mega krass gerade so ein bisschen nur angepisst und deshalb muss ich jetzt hier unbedingt noch das nächste Spiel machen. Das kann doch nicht sein, das kann echt ohne Witz nicht sein, was ich hier für eine Scheiße gerade spiele. Und was für eine Scheiße sich hier auch mein Team zusammen eiert. Das kann nicht sein. Mann, was mich, also es ärgert mich wirklich, was ich für doofe Fehler mache. Da so einen dummen Kopfball zurück oder was. Habt ihr ja gesehen, ne? Haha, haben wir alle gelacht. Ich auf jeden Fall am meisten. Ich finde das echt. Mann, Mann, ich muss wieder reinkommen. Ich muss wieder ein bisschen hier Anschluss finden. Oh Mann, ey. Mann, 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 Mann. Neue Aufstellung. Und wir haben den Zweiersturm wieder rausgesucht. Und 4-1-2-1-2, das alte Format quasi rausgeholt. Türk Telekom Trikots haben wir auch am Start, Leute. Und dann muss er doch. Bornheimer SV. Oh, hallo und liebe Grüße nach Bornheim. Liebe Zuschauer, alle, die aus Bornheim kommen. Liebe Grüße hier aus Köln. Bornheimer SV ist ja quasi hier um die Ecke, ne? Bornheim und so. Ist ja Kölner Bucht und so. Oder ist das schon quasi eher so Richtung Bonn? Ist Bornheim näher an Bonn als an Köln? Doch, ich glaube schon fast, ne? Ach ja, dann ist das ja schon fast eine Beleidigung, sich als Kölner dann zu Erleichterung bei betiteln, den oder? Fans, dass man da an der Das können nur die Bornheimer Anschlusszone sagen, keine komplett Ahnung, mir auch verschwendet. total Den Wurst. Aufstieg Ich allerdings noch weiß nur, zu dass ich hier schaffen, jetzt jemanden da zerstören bei der muss. Gefahr Alter, und wenn ich einer den jetzt hier nicht Anschlusskette. zerstöre, dann, Alter, dann habe ich Bock auf Rage Es Quit, ey. regnet. Boah, dann. Boah, wenn ich hier so eine Scheiße schon sehe. Also Leute, stellt euch drauf ein, das könnte eine lautere Folge hier werden. Mein Gott, ich mach mal eben das Fenster zu, Leute. Besser ist das, sonst haben wir hier gleich die Nachbarn stehen. Die denken sich wahrscheinlich auch gerade auf dem Balkon am Rauchen und. Alter, dieser beknackte Typ da. Da vorne, der schreit ja nur rum. Nein! Oh Mann. Na, immerhin Fernandinho, immerhin. Daraus könnte sich eine Torchance entwickeln. Kann ich mich auf den verlassen, auf Eto'o auch, auf Eto'o auch. Und Eto'o. Eto'o macht es nicht. Ich habe wirklich überlegt. Mann! Mann! Jetzt reg ich mich auch noch über meine eigene Scheißnubigkeit auf. Und jetzt kriege ich nämlich direkt das Gegentor. Das kriege ich jetzt. Nee. Nee, da habe ich vernünftig. Da habe ich vernünftig den Kopfball verteidigt. Das gibt es doch gar nicht. Dass ich das nochmal erleben darf hier. Könnte das wirklich ein gutes Spiel von mir werden? Nein. Nein, wird es nicht. Sonst hätte ich die Chance jetzt gemacht. Sonst hätte ich jetzt irgendwas aus dieser Chance gemacht. Kühe. Ficken, ey. Mann. Mann. Ist das eine Scheiße? Ah. Oh, ich. Ja, Leute, ich bin ein bisschen aufgebracht und deshalb spiele ich auch das dritte Spiel hier in Folge. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel heute aufnehmen, weil ich eigentlich gar keine Zeit habe, aber ohne Witz, das geht mir jetzt hier mega krass auf die Eier. Das ist doch einfach nicht mehr lustig, ey. Das ist doch nicht mehr lustig. Ich habe da keinen Spaß mehr dran und das ist. Ich kann so ein bisschen Jay sein Rage Quit die Tage verstehen. Das ist ja mal echt unter aller Sau hier. Und vor allem ist es ja halt nicht nur, dass man sich über FIFA aufregt. Nein, man regt sich auch über sich selber auf. Und Jay hat sich auch über sich selber aufgeregt. Mittlerweile hat er sich ja wieder gefunden und kann ja wieder über sich lachen und über mich vor allem, wenn er mich dann platt macht. Aber das ist doch kein, das ist doch kein Tun und Machen und. Komm, Nasri, bring ihn! Nein! Und Aguero geht nicht mal zum Kopfball. Was ist das denn? Oh Mann, und er lässt mich wirklich warten und zieht mich. Und er zieht mich so fies. Und er spielt auch mit Elia, natürlich. Jeder, der mit Flanken spielt und Kopfball, spielt mit Mandzukic und Elia und möglicherweise auch noch Błaszczykowski. Weil das sind so die Typen, die braucht man für so eine Aktion. Diouf natürlich immer zum Draufbolzen und Wegpacen auch immer sehr gut geeignet. Naja, aber das war jetzt gerade mal nicht so gut. Deutsche Bundesliga bietet auf jeden Fall sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Varianten. Und echt auch gute Spieler, kann man so sagen.
Aber auch die Barclay soll doch nicht ungeschoren davon kommen. Situation versaut durch hohen Ball. Durch richtig stupid Kack-hohen Ballen, ey. Leute, wir müssen uns irgendeine Alternative überlegen. Flanken. Pässe durch die Mitte. Was machen wir dann noch? Rebelle. Und die verkacken wir. Oder die sind nicht mehr von der Engine so geil wie früher. Ja, mega. Wobei gegen Jay klappen die eigentlich immer ganz gut. Nur irgendwie, meine Gegner haben es besser drauf als Jay, sowas zu verteidigen. Ah, Aguero wird richtig fies geblockt von Santana. Santana ist natürlich auch eine geile Abwehrhube. Der hat es auch einfach drauf, da alles zu entschärfen und alles. Aber der Aguero hat es auch drauf, mal hier im Mittelfeld ein bisschen mitzumischen. Finde ich auch gut. Und kann auch gerne machen. Mann, komm, ey. Wenigstens den hätte ich jetzt mal gerne gehabt. Jawohl. Was war das denn jetzt? Nicht dein Ernst, ey. Komm, dann hätte er doch wenigstens doch den Nasri durchgehen lassen können, ey. Der war auch eigentlich wieder für Nasri bestimmt. Dann tut sich eine Lücke auf für Eto'o. Und der Adler hält gut. Der Adler hält gut diesen Ball. Schade. War auch nicht die optimale Position, aber seine Verteidiger sind echt gut. Da kann ich... Ah, Mann! Und dann hole ich den Ball dann nicht. Oh mein Gott, Richards. Richards, enttäusch mich nicht. Du bist sonst immer so gut. Du bist sonst immer so gut. Komm, mach den Diouf wenigstens platt. Nein, mach den nicht. Und wenn das jetzt... Boah, Koscielny immerhin mit dem Bein abgewehrt. Und komm, hier mein Dreigestirn. Komm, mein Dreigestirn. Nein! Es fehlt ja Balotelli in diesem Dreigestirn. Ah, echt schade. Mal gucken, wie das mit dem Hybrid-Team wird. Ob das wirklich so geil wird wie damals mit Nasri, Balotelli und Aguero. Oder ob das jetzt chemiemäßig überhaupt gar nicht mehr klappt oder an sich die Mannschaft gar nicht so funktioniert, wie ich mir dazu vorstelle, so geil. In meinem Kopf ist es ja die perfekte Mannschaft schon. Aber, oh, in Wirklichkeit ist das echt so eine Sache. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Was mache ich? Da. Für jeden Kopfball, ne, reg ich mich jetzt bestimmt doppelt so oft. Der erste, okay. Der zweite. Leute, wir machen das jetzt auch. Wir machen das jetzt auch. Komm, wir lernen ja da draus. Wir lernen jetzt mal da draus. Was lernen wir? Die Gegner spielen alle mittlerweile doch wieder mit Kopfball. Und was machen wir? Wir können da den tollen... Ach komm, ey, komm. Nein! Nein! Und einen angeschnibbelten Ball. Es ist wie gegen Jay spielen. Es ist wie gegen Jay spielen. Alter, ohne Quatsch. Ohne Quatsch, Alter, ich kann nicht weiterspielen, es geht nicht. Leute, ich bin so fett am Wagen. Bei mir pocht gerade die Pulsader am Kopf so heavy. Ich kann auch nicht vernünftig spielen so. Und er weiß es und er provoziert es und er provoziert es, der Arsch. Oh mein Gott, Alter. Schöne, du willst es aber auch, ne? Leute, das sind genau diese Fick-Tore, die mich bei Jay so aufgeregt haben, ne? Also dafür, dass Jay ja sich über den Patch so mega aufgeregt hat und eigentlich keinen Bock mehr auf FIFA hatte, hatte ich keinen Bock mehr, als Jay mit seinem Scheißer die ganze Zeit alles platt gemacht hat, weil der mit seinem Robben, so wie der Shaqiri quasi, einfach so einen angeschnibbelten Schuss und der fliegt einfach und er fliegt einfach und er macht so einen Kopfball, der macht eine Flanke mit dem Robben und der fliegt auf den Mandzukic und der macht ein Tor und keine Ahnung, es ist so easy, aber es sind mit den Kopfbällen zumindest genau die Dinger, die ich nicht hinkriege. Die angeschnibbelten Schüsse mache ich ja selber teilweise noch welche rein, wenn ich da eine gute Position für habe. Aber ohne Quatsch. Die Kopfbälle, guck mal, der Kompany, der steht auch da, der versucht es gar nicht mal hinzuspringen irgendwie oder was. Der guckt einfach den Ball hinterher und das war ja mal, Alter, war das ein krasser angestümmelter Ball.
Und ich verkack die Chancen und ich verkack die Chancen. Ist ja nicht so, dass ich nicht welche gehabt hätte. Ich hätte einfach mal sweaten sollen. Dann hätte das von Anfang an anders ausgesehen, aber nein. Der liebe YouTuber hat aus mir gesprochen, weil ich gedacht habe, boah, du bist wieder direkt hart geflamed hier. Und das kannst du da aus deiner Ehre gerade mal nicht machen. Das erste Tor muss gesweatet werden, Leute. Das muss gesweatet werden. Fuck, ey. Naja, mal gucken, wie die zweite Halbzeit wird. Wir haben ja schon mal so das ein oder andere Spiel gedreht. Was auch 2-0 stand, auch im Community-Spiel. Mich würde es ja auch nochmal interessieren, wie es abschließend jetzt so fandet. Alle, die nicht dabei waren, die konnten sich ja dann nochmal angucken. Wie es fandet, hat ihr so... Oh mein Gott, oh mein... Das ist ja ein Tor. Toll. Okay, dann ist das jetzt ein Tor. Nein, auch nicht. Aber das, irgendwie wird das ein Tor. Irgendwie muss... Ich weiß es doch, komm. Schade. Damit habe ich ja nicht gerechnet, dass das jetzt kein Tor wird. Mann, ist das eine Scheiße, ey. So. Aber gefühlt klappt es doch besser mit dem 4-1-2-1-2. Was halt nur nicht klappt, ist wirklich Tore schießen. Es ist wirklich Tore schießen. Und auch das hier war wieder Kacke. Das konnte doch nichts werden. Und warum gewinnt der Groß hier in der Mitte so einen Fick-Kopfball, ey? Gegen mein... Wer war das? Keine Ahnung. Nasri? Nee. Weiß ich nicht. Egal. Hallo, der kommt... Er macht den Abstoß und man muss den Ball gewinnen. Man muss den Ball doch gewinnen. Das ist doch in FIFA so, dass man immer bei einem Abstoß den kürzeren zieht. So. Nasri, komm. Einen vernünftigen Pass. Einen vernünftigen Pass. Einmal in deinem Leben. Ah, er macht ja schon vernünftige Pässe. Aber jetzt wird mal angebracht. Hier so ein richtig geiler Teil, so wie der Koscielny mal richtig hart verteidigt. Oh, und Richards auch richtig gut. Und Lloris ein bisschen unsicher ist. Aber immerhin. Oh mein Gott, was sind das für Bälle? Alter, wo gehen die denn hin? Sepp in Rage Mode. Sepp in Rage Mode. Ich komme nicht drauf klar. Ich komme nicht drauf klar. Und er verarscht mich auch noch, wo es geht. Es ist so eine Scheiße, Mann. Und ich lasse mich mega krass provozieren hier und mache nur Scheiße. Und spiele den größten Rotz, den die Welt je gesehen hat. So, bitte jetzt auf meinen Eto'o. Ja. Auf meinen Eto'o, der hat leider nicht pace-noobig genug ist. Na, immerhin. Immerhin hat das geklappt, immerhin hat das jetzt geklappt. Aber auch nicht vernünftig und auch noch im Abseits. Ah, das hat früher so schön geklappt, das hat früher so schön geklappt mit den beiden. Oh. Das wäre ja jetzt mal gewesen. Das wäre ja mal cool gewesen. Oder hier, da, so eine Balleroberung. Schürrle, wie wert? Komm, mach dich mal bezahlt. Aber nein, Nani muss hier auch verteidigen. Und wisst ihr was, da fehlt jetzt der ein oder andere Spieler hier wieder, um zu kontern. Das ist so scheiße. Mann! Gut verteidigt. Schlecht gepasst, aber gut, war auch aus der Drehung. Ist natürlich auch ein bisschen tricky. Muss ich jetzt... Alter! Fick dich! Was für Bälle! Und was... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Na, immerhin kann er den Aguero anschießen, dann kommen die Bälle wenigstens an. Hammer, der verlängerte Ball läuft auch nicht. Alter, 71. Minute, 2-0. Leute, und was machen wir? Wir machen immer noch... Scheiße, Alter, das kann doch nicht sein! Wie... hätte ich nur einen Ball machen müssen. Eieiei, was sehe ich da? Was sehe ich da? Richtig scheiße sehe ich da. Richtig scheiße sehe ich da. Komm, eine gute Aktion. Eine gute Aktion. Eine gute Aktion und dann drückt der Pause. Eine gute Aktion will ich doch nur von diesem Team sehen, damit ich nicht hier gleich sage, so, und das war erstmal das letzte Spiel mit diesem Fick-Team. Da kann mich Aguero mal sonst wo... Wenn der Rest vom Team nicht läuft, da kann ich noch so einen tollen Aguero und so einen tollen Eto'o da vorne stehen haben. Aber wenn
die Laufwege nicht stimmen, wenn ich so scheiße spiele, dann muss ich einfach mal zu den Wurzeln und ein einfach gestricktes Team mal nehmen, so ein Dortmund-Team, ja, so ein Deutschland-Team, wo jetzt noch nicht die mega krassen Spieler alle drin sind. Vielleicht will Momentum mich auch richtig hart anal. Keine Ahnung, es ist mir eigentlich auch ziemlich egal. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich schlechter spiele als mein Gegner. Das sehe ich ja mal dicke ein. Aber ich sehe nicht ein, dass hier gar nichts läuft. Ne, Nani, das sehe ich nicht ein, dass hier gar nichts läuft. Selbst mit Fummeln komme ich nicht durch. Mann, ich komme nicht mit Flanken durch, komme nicht mit Fummeln durch. Ich komme mit gar nichts hier durch. Das ist doch eine schwule Scheiße, ey. Mann, und dann kommt da so ein behinderter Pass raus. Das kann doch nicht sein. Agüero, gut. Wenigstens kämpft der Agüero hier noch. Der Agüero ist auch motiviert, moralisch total dabei. Und mein Company kann wenigstens noch hier gegen die Elia battlen. Aber ich habe hier fucking noobig getackelt und gedrückt. Und dann bleibt der Ball auch mal hier richtig schön am Seiten aus, ey. Alter, und die Zeit läuft mir einfach davon, ey. Das ist so ätzend. Jetzt weiß ich mich, wie Jay sich gefühlt hat. Alter, und auch dieser Ball wird nicht rausgeklärt. Das ist unglaublich. Alter, das kann doch nicht. Also so stupid kann man dem gegnerischen Verteidiger doch nicht in den Lauf spielen. Das, sowas muss man, so sind tödliche Pässe, Leute. So sind tödliche Pässe und nicht so wie davor der Eto'o, das mal auf den Agüero da versucht hat. Nee. Alter, ohne Witz. Ohne Witz. Ich brauche Abwechslung. Ich komme nicht drauf klar. Ich komme gerade nicht auf das Team klar. Leute, Wage Mode. Erst war Jay dran, jetzt bin ich dran, Leute. Müsst ihr mit leben. FIFA ist ja mal sowas von emotional scheiße, ey. Da kann kein Assassin's Creed LP oder irgendwas mithalten. FIFA ist einfach das Spiel, wo man sich am meisten aufregen kann. Vor allem, wenn man so kack-noobig ist wie ich, ey. Mann! Ist das eine Kacke hier? Mann! Jetzt gewinnen wir hier alle Zweikämpfe und was? Und es reicht trotzdem nicht. Mann, dass ich noch nicht so aussehe wie Son Goku gerade in seiner fünften Form, ey. Das ist ja alles, ey. Leute, ich möchte irgendwas zerstören. Am liebsten noch mich. meine PlayStation und vor allem mein Fick FIFA. Mann, weil ich es einfach verkackt habe. Ich hatte diesen Flair irgendwann die Tage und dann ist es wieder weg. Dann kommen wieder so Ficker an mit ihren Kopfbällen und ihren angeschnibbelten Bällen, ey. Wenn ich die Kopfbälle sehe, nee, die darf ich mir nicht angucken. Nee. Dann geht die Wunde wieder auf und dann bin ich mindestens die sechste Super Saiyajin Form, ey. Boah. Boah, Leute. Eigentlich würde ich ja so eine Fick-Folge gar nicht rausbringen, ne? Aber ich will es euch nicht vorenthalten. Alter, schade, dass ich nicht absteigen kann. Ich hätte mir das ja so gewünscht, dass ich hier jetzt abgestiegen wäre. In der sechsten Liga. Jay ist, glaube ich, immer noch in Liga 8. So, mal ganz nebenbei. Jay regt sich wahrscheinlich auch, oder spielt, glaube ich, gar keine Liga mehr, weil er sich selber immer so aufregt. Aber ohne Witz, das kann nicht sein. Mann! Leute, also in den nächsten Folgen seht ihr dann die deutsche Mannschaft. Wir fangen mal ganz günstig an. Ich nehme mir mal so ein paar tausend Coins und baue mir auch mal so eine Nudelmannschaft zusammen. Oder ich baue mir mal aus meiner Nudeltruppe so ein paar günstige Dinger zusammen. So ähnlich wie alle anders jetzt machen. Mit Blaschikowski da, mit dem Elia, mit dem Mandzukic. Und dann machen wir nur so Flanken und dann vielleicht noch den Diouf vorne rein. Ja, wir machen so eine Diouf, Mandzukic, dann rechts und links halt den Blaschikowski und den Elia. Im Mittelfeld, was hatte der denn? Ach, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir gucken gleich mal. David Luis Gustavo, irgendwie sowas.
Und dann nudeln wir uns da so ein Fick-Team mal zusammen und dann. Ich versuche mir das wirklich mal anzugewöhnen. Das Ziel für die nächsten Folgen ist, Flanken wirklich, wirklich so zu scheißen, wie die das machen. Ne? Immer Flanke rein, Mandzukic, bumm, Tor. Oder irgendwie so einen geilen Ball auf den Diouf oder so einen geilen angeschnibbelten Ball mit dem Blaschikowski. So eine Kacke machen wir jetzt. Und wenn FIFA das so möchte, dass ich so spiele, wenn ich nicht mehr so schön wie in FIFA 13 da mit meinem Nasri, mit meinem Aguero so geile Doppelpässe machen kann, weil einfach es nicht mehr, es läuft überhaupt gar nicht mehr so. Man kann es nicht mehr machen, man kann nicht mehr vernünftig passen. Es ist einfach, das ist genau das, was der Jay gesagt hat. Man kann halt nicht mehr mit so einem Schweinsteiger spielen, der irgendwie langsam ist und irgendwie einfach mal so einen Pass geil macht. Nee, das geht nicht. Man muss irgendwie flanken, man muss irgendwie geil pace-movig da rausrennen und keine Ahnung was machen. Das ist doch scheiße, Leute. Ich bin ein bisschen niedergeschlagen und ich habe jetzt auch echt keinen Bock mehr. Ich habe echt keinen Bock mehr und naja, vielleicht auch ganz gut, dass jetzt auch noch 3 Tage die Woche FIFA kommt, ey, sonst verliere ich wahrscheinlich noch mindestens 4 Jahre meines Lebens oder vielleicht sterbe ich auch nächste Woche an einem Herzstillstand, weil ich mich so mega krass hier aufgeregt habe und mindestens Super Saiyajin 10 geworden bin. Ah, wieso habe ich eigentlich nicht mein Dortmund-Trikot an, ey? Dann würde wenigstens passen hier zu meinem Super Saiyajin Wage-Modus. Naja, Leute, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Leute, macht es besser und wenn ich jetzt hier nicht gleich aufpasse, dann reiße ich noch mein Mikro runter und hab wenigstens das zerstört. Das wäre doch mal was. Oh nee, dann kann ich auch alles andere nicht mehr aufnehmen. Ah, jetzt habe ich mich langsam wieder ein bisschen beruhigt, ey. Das ist doch alles. Boah. Alter, ist das anstrengend. Das ist, als wenn man selber Fußball spielen würde, ey. So anstrengend ist das. Man riecht sich so krass auf, ey. Ja, Leute. Haut rein. Ich bin fertig und komm, ey. Ohne Witz. Fick dich, FIFA. Fick dich richtig hart anal, ey. Das kann nicht sein, wie mich das aufregt. Es ist einfach so ein Kack geworden, ey, mit diesen. Ne, ich hör jetzt auf. Leute, ich hör jetzt auf. Ihr wisst, was ich sagen will. Und ihr wisst auch, was Jay gesagt hat. Und dem kann ich sowieso nur zustimmen. Ich habe das halt immer nur süß belächelt, weil ich es eigentlich raus hatte. Zumindest gegen Jay. Naja. Jay hat es jetzt mittlerweile auch wieder raus, wie man so toll mit Flanken und bla. Ich muss mich einfach mal niederknechten und mich beugen, FIFA 14. Ich kann halt nicht individuell spielen. Ich muss halt so spielen, wie FIFA es vorschreibt, wie die Engine es vorschreibt, wo die Fehler sind in der Engine. Naja, machst du nix. Individuelle Klasse ist halt bei FIFA 14 nicht gewünscht. Naja, haut rein, Leute. Wir sehen uns. Tschüss.